Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Ja, der Herbst ist, neigt sich so langsam dem Ende. Wir haben jetzt mitten in der Nacht, aber ich dachte mir jetzt, so schlimm ist das mit der Dunkelheit ja nicht mehr und ja, ne, ich habe halt die Löffel schon hergestellt und deswegen, ne, ich habe jetzt 301 Löffel. Ich habe noch 20 Fackeln hergestellt, weil die sich, denke ich, auch ganz gut verkaufen lassen. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, was wir denn so als nächstes machen wollen. Ich habe beim Craften Punkte bekommen, habe dann eben halt in die Experten reingemacht, wobei ich mir hinterher überlegt habe, eigentlich ist es schlauer, das hier zu machen, weil ich glaube tatsächlich, dass ich die Erfahrungspunkte auch auf die Technologie und sowas auswirkt, aber naja, now it's too late, shit happens und genau. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne die Werkstatt 2 bauen. So, dafür muss ich aber hier auf jeden Fall die Truhe leer machen. Ich bin mir nicht sicher, kriege ich alles hin? Doch, ich kriege tatsächlich alles mitgenommen. Cool. Genau, das schmeiße ich jetzt erstmal ins Lager rein und dann, genau, möchte ich tatsächlich dann doch mal die Werkstatt 2 bauen. Und dafür würde ich die Werkstatt 1 abreißen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Sinn macht, das so rumzumachen. Genau, so die brauchen wir jetzt nicht. Die Tasche brauchen wir jetzt auch nicht. Einen Hammer haben wir gerade noch hergestellt. Da ist noch genug. Wir haben noch eine Axt. Ich glaube, wir bräuchten 8 Rundhölzer. Wir werden wahrscheinlich 3-4 Stück bekommen. Das heißt, ich hoppala, nehme jetzt mal tatsächlich nicht allzu viele Rundhölzer raus. Oh, nee, keine Ahnung. Ist das noch zu schwer? Nö, da habe ich jetzt noch über 10 Kilo. Passt. So, dann gucken wir jetzt mal eben da. Genau, und dann möchte ich natürlich das da erstmal zerstören. Da kriegen wir jetzt das Stroh zurück. Genau. Und genau. Gut, ne, siehst du, jetzt bin ich sogar überladen. Okay, das heißt, wir können jetzt nämlich auch gucken. Ne, hier ist ja schon noch eine schöne Ecke. Und dann, let's look, hier Handwerk und dann 2. Ach, die ist auch gar nicht so viel größer. Sollte man das irgendwie updaten können? Ey, sagt mir gern Bescheid. Ich hab jetzt tatsächlich mal nicht drauf geguckt oder hingeschaut oder, aber, ja, sollte man das machen können. Ja, gebt mal Bescheid, dann können wir das so. Ich glaube, ich würde tatsächlich gucken, dass ich das so ein bisschen weiter an dem Straßenrand mache und hier ein bisschen Luft habe. Ach, boah, geil. Ich habe tatsächlich noch nie eine Werkstatt 2 gebaut. Dass da jetzt der Eingang ist jetzt echt Glück. Aber ich freue mich wie so eine kleine Schneekönigin. Voll geil. Voll gut. Ist das toll. Ey, cool, voll mit dem Pultdach ist das, ne, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, aber es ist toll. Oh, wo ist die teuer? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und da oben brauchst du Bretter, wa? Na klar brauchen wir da oben Bretter. Ups, da war eine Wand. Entschuldigung, ich habe keine Fackel im Slot. Habe ich da noch eine Fackel? Ich kann mir eine herstellen. Ich habe ja gerade Stroh bekommen, was ich nicht mehr brauche. Deswegen können wir da... Zack. Zack, ne, dann ist es für euch nochmal ein bisschen heller. So. Gut. Denn Dorin. Ach du heilige Katastrophe. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn wir dann dran sind mit na, sag schon, mit dem Ressourcenlager 2. Also das wird tatsächlich ein bisschen knifflig. Wie habt ihr das gemacht mit dem Aufwerten? Ah, Aufrüsten. Geht das vielleicht? Achso, nee, das geht, das ist nicht das. Reparatur, das ist auch nicht. Herunterstufen. Okay. Also sollte man irgendwie die Möglichkeit haben, das weiterzuentwickeln, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Denn eigentlich finde ich den Platz hier total super fürs Ressourcenlager und eigentlich will ich das gar nicht woanders hin haben, aber ich befürchte, es sieht halt irgendwann dann doch ein bisschen besser aus, wenn du tatsächlich ja irgendwie, wenn sich die Gebäude so ein Stück weit anpassen, ne? Ja, ist halt irgendwie komisch, wenn du drumherum diese ganzen befestigten Steinhäuser hast, ne, und die Werkstätten und allem drum und dran schon so gut fortgeschritten ist und dann hast du da so eine Strohhütte zu stehen. Sieht, glaube ich, nicht so cool aus. 7, 14, 21 Rundhölzer. Ich bin froh, dass ich meinen liebreizenden Arbeitern so viele Äxte in die Truhe geschmissen habe. Gut, das heißt, die Bretter können wir jetzt erstmal wieder zurücklegen. Ja, also da wäre ich echt sehr daran interessiert, wie das funktionieren soll, kann, darf, will. Ach so, und für oben brauchen wir auch noch 4. Entschuldigung. 4 Stück brauchen wir nochmal. 1, 2, 3, 4. Genau, jetzt sind wir ein bisschen arg überladen, ne? Mist. Ja, pass mal auf, dann machen wir jetzt hier... Jetzt habe ich die Fackel weg. Ja. So. Sind wir immer noch mega heftig krass überladen, aber es ist jetzt nicht ganz so... Ja. Fackel. Nee. Hm. Ja, also wie gesagt, ich denke, das wäre nicht schön. Und von daher, also... wie macht man das am besten? Baut man erstmal übergangsweise nochmal so einen Einser hin irgendwo, um dann das auszutauschen? Oder gibt es vielleicht wirklich die Möglichkeit, dass es irgendwie abgedatet werden kann? Hm. Habe ich mich verrechnet? Nee. Okay, so, cool. Boah, voll gut. Ich freue mich gigantomanisch riesig doll. Schön. Ist cool. Töpferscheibe. Das ist geil. Metflasche, Weinflasche, Bierflasche. Okay. Okay. Oh, ich freue mich schon drauf, ne, wenn wir wirklich so viele Ressourcen haben, dass ich hier alles Mögliche herstellen kann und das überall verteilen kann. Und ich glaube, das schaut dann schon richtig cool aus im Dorf. Wenn du so diese detaillierte, ne? Ich erinnere mich noch, dass der Boubers, der hatte, Stemmes habe ich noch. Der hatte, ja, Reden und Nachdenken ist nicht so meine Stärke, wisst ihr ja bestimmt. Der hatte so eine Art Schießplatz gebaut gehabt und so mit einer Mauer und einen Zaun noch so mit allem integriert, also so einen kleinen Steinzaun und einen kleinen normalen Holzzaun, und das sah total schön aus. Also es war echt richtig schick. Und ja, da freue ich mich auf alle Fälle, wenn es bei uns dann auch mal soweit ist. Klar, dauert noch ein bisschen, weil im Moment einfach die Prioritäten halt ganz anders sind. Für uns noch, nach wie vor. Ne? Erstmal ein bisschen Wert legen darauf, dass wir hier gut vorankommen, dass wir uns keine Sorgen mehr um einen Großteil der Ressourcen machen müssen. Genau, aber ja, es wird die Zeit kommen. Da können wir dekorieren und ohne Ende und alles und schick machen und ja. Ja, es sieht doch hier ganz gut aus mit dem Dünger, ne? Bin mal gespannt, wie es dann mit den Pilzen ausschaut. Wir haben ja schon so ein bisschen was hinausgeschmissen. Ich denke, wir werden garantiert noch mal ein bisschen mehr rausschmeißen. Ich denke tatsächlich, dass das hier definitiv nicht reichen wird. Ich muss eh mal gucken. Hier guckt, ne, das ist halt Vergiftung. Der ist okay. Das ist auch okay. Pilzsuppe hat sie hergestellt. Das ist voll schön. Und die Röhrenpilze sind auch gut. Die sind auch schlecht. Die können wir auch rausschmeißen. Und ja, von dem Kohl können wir definitiv eine ganze Menge, weil ich habe noch keine Kohlsuppe. Und von daher können wir da jetzt... Du trägst zu viel, ja, ich weiß schon. So, und jetzt muss ich aufpassen. Erst X drücken. Kira, erst X, dann E und dann F. X, E, F. F. Sef. Sef. Ja, siehst du? Gut. Ach, cool. Guck mal, die liegen alle da, wo sie liegen sollen. Das ist ja krass. Voll gut. Okay. Das ist ja witzig. Alter, guckt euch das an, ne, wie das ausschaut. Also, holla die Waldfee, ne? Detailliert ohne Ende. Also, das gefällt mir richtig gut, ne? Dass sie das so detailliert gemacht haben. Voll schön, ihr lieben Entwickler da draußen. Echt gut gemacht. So. Ich dachte gerade, da steht einer, aber das sind bloß die Baumstümpfe. Gut. Oh, was ist das denn? Ach, da ist ja noch... Was ist das? Ach, ein Haus, ne? Da habe ich das hier oben noch gar nicht. Ach, so, guck mal. Das müssen wir ja noch umdingseln. So, Flechtwand wollen wir nicht. Wir wollen... Was ist das? Ist das eine Tür? Tatsache. Wieso habe ich das so rumgedreht? Ach, genau. Hier. Genau, da hat man dann so die Schräge. Ja, ja, alles gut. Passt, 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 passt. Flechtwand mit Fenster. Das heißt, da kommt Stein hin. Steinwand. 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 Ja. Mega. Ne, weil wir brauchen definitiv noch ein paar Leutchens. Ne? Ich habe meine Fischerhütte ist ja noch nicht besetzt, unter anderem. Und von daher, da werden wir noch mal ein bisschen was machen wollen. So. Und ist das mit... Das ist so, genau. Steinwände. Supi. Okidoki. Jetzt ist natürlich die Frage, es wird langsam ein bisschen heller. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich höre irgendwie gar nichts, ne? Jetzt ist so die Frage, liegen hier denn eigentlich noch Steine rum? Ich meine, eigentlich bin ich hier jedes Mal und sammle Steine, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die kommen aus dem Nichts wieder hervor und sind dann plötzlich da und coole Sache. Aber es sieht gerade nicht so aus. Weiß jetzt nicht schlimm. Wir haben bestimmt auch ein bisschen was im Lager. Aber es ist natürlich so ein bisschen naheliegend, dass man vielleicht doch erstmal gucken sollte. Gut, Stöcker brauche ich zwar eigentlich nicht, aber... Also jetzt gerade nicht unbedingt. Da ist ein Stein. Siehst du, den habe ich voll übersehen. Oh, gut. Na gut, dann gehen wir mal ins Lager gucken, weil ich denke schon, dass das keine schlechte Idee ist, das jetzt noch schnell zu machen. Auch wenn wir natürlich im Winter die Steine wesentlich besser sehen werden. Und dann müssen wir mal gucken. Ah, es ist schon cool, ne? Also es ist schon riesig geworden, ne? Das... Ich meine, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Folge 44 oder 45 ist oder was, aber in den wenigen Folgen haben wir doch echt einiges zusammen erreicht. Und das ist richtig, 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 richtig cool. So, Steine. Ich habe tatsächlich echt gar nicht so viele, ne? Also das ist irgendwie tatsächlich doch so ein bisschen wenig, ne? Den Trinkschlauch können wir eigentlich noch da lassen. Na gut, eigentlich... Ich glaube, so viele Pfeile brauchen wir nicht. Toll, das hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Die eiserne Axt, die will ich eigentlich nicht da reinmachen, weil ich habe echt Angst, dass sie die nehmen, ne? So, jetzt hat hier die... Ihr könnt hier 1% Axt haben, das ist nicht schlimm. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ihr könnt langsam aufstehen. 5:20 Uhr hier aufgestanden. Los geht's. So. Ne, ein paar Steinchen können wir hier schon kloppen. Wird natürlich definitiv nicht reichen. Aber das ist okay. Jo. Ein Anfang ist gemacht. Ach, da oben fehlt noch. Und, ja, Rundhölzer sind wir auch eigentlich echt gut ausgestattet schon. Das ist voll cool. Habe ich da jetzt? Ja. So, das heißt, da können wir jetzt nochmal und dann haben wir hier nochmal einen Stein. Also 7, 15, 15, 19... Wow, 27. Uiuiui, jetzt wird's schwierig. 27, 33 und 39. 39 Steine brauchen wir noch. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. 39 Steine und ich brauche einen neuen Hammer. 39 Steine und einen Hammer. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle auch ein Rundholz. 39 Steine brauchen wir. Und 10 Stückchen. Ne, so. Ja, ich weiß, wir sind jetzt ein bisschen überladen, aber das ist nicht ganz so dramatisch. So, jetzt schon nicht mehr. Siehst du? So, na denn. Hm? Machen wir gleich weiter. Dann müsste ja eigentlich genau aufgehen, hoffe ich. Dann brauchen wir noch ewig viele Rundhölzer und ein paar Bretter. Ja, ist schon ganz schön zeitaufwendig, ne? So, wenn man gleich von Anfang an die besten Häuser oder also die Häuser mit den besten Wänden und sowas bauen möchte, da muss man doch schon so ein bisschen Zeit und Ressourcen investieren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Rundhölzer. So viele werde ich nicht tragen können. Ja, Rasimir, du hast Durst. Ich weiß. Ja. Hier, trink mal. Ich habe vergessen, wie viele. So, pass mal auf. Jetzt machen wir doch gleich nochmal. Wir haben ja die andere Fischerhütte gebaut. Deswegen können wir die hier wieder abreißen. Danke. Also nichts gegen die Fischerhütte, ne? Die ist schon schön, aber ich finde sie auf der anderen Stelle halt einfach cooler. Ey, hallo? Entspann dich mal, ey. So, jetzt lande ich gleich im Wasser. Gut. So, 13 Rundhölzer haben wir schon. Nice. So, Gebäude. 1, 2, 3... Reicht natürlich nicht, das ist mir klar. Aber es ist auf alle Fälle ein Anfang. Jo, cool, ne? So, jetzt haben wir hier nochmal 2 und 3. Und 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brauchen wir noch. 12 Rundhölzer und dann haben wir die Hütte. Eigentlich geht es relativ fix, ne? Also wenn du mal guckst, dadurch, dass wir ja schon so viele Ressourcen haben, geht es eigentlich sogar relativ gut. Jetzt habe ich gesagt 12, ne? Nehmen wir mal nochmal 2 Reserve mit. Die können wir im Notfall sonst zu Brettern machen. Wer bist du? Kibora und Barnum. Okay, hallo ihr. Damrocke! Hallo meine Hübsche! Speichern? Ah, ich möchte dir etwas erzählen, meine Schöne. Du bist toll, wie ein Wildschwein. Und eine wohlgeformte Figur. Oh nein, das war nicht gut. Ich darf nochmal neu laden, ne? Ich darf nicht nochmal neu laden. Warum lädt er nicht nochmal? Ach so, weil ich im Gespräch war. Entschuldigung. Auch wenn ihr das jetzt als Schummeln empfinden könntet. Aber es ist doch eh schon so schwer und ich will doch neue Quests bekommen. Wer hätte denn ahnen können, dass sie das lieber schöner findet, wenn wir sagen, dass sie ein schönes Kleid hat. Normalerweise flippen die Weiber mal voll aus, wenn man ihnen dann sagt, dass du so ein tolles Kleid und hast und dann, nee, gar nicht wahr, es ist schmutzig, nee. Okay. Also nochmal. Oh, ich bewundere deine Na toll. Das war toll. Wenn du was brauchst, ich bin immer für dich da. Warte. Da muss ich zwischenspeichern. Das war jetzt einfach zu gut. Wie ist denn eigentlich, hey, hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir denn ergangen in letzter Zeit? Das ist eigentlich immer gut, ne? Aber warte mal, jetzt probieren wir das nochmal. Du hast schöne Augen. Ja, Arbeit, du machst das richtig toll, meine Hübsche. Und jetzt... Oh, Leute, wir werden sie sowas von heiraten. Ja, ich nahm es mit einem Bären auf. Jetzt will sie nicht mehr, ne? Okay, aber das ist... ja, denk mal drüber nach. Ist kein Problem. Passt alles. Ich bin äußerst zufrieden mit dir. Ach schön, cool, finde ich gut. Ich finde es auch voll krass, dass sie einfach eine Hose anhat. Das finde ich voll schön. Also finde ich wirklich total cool. So, jetzt habe ich natürlich die Rundhölzer noch dabei und dann setzen wir die hier oben schon mal mit hin. Ach so. Habe ich mit drinnen eigentlich? Ich glaube schon, ne? Gehen wir mal rein. Wir müssen den Dachboden noch machen. Genau. So. Und dann brauchen wir bloß noch auf der anderen Seite. Oh mein. Gut. Okay. Und jetzt 12 mal 6. 36, 72 Bretter brauchen wir. So viel werden wir garantiert nicht tragen können. Bin ich mir fast sicher. 72 Bretter. Cool wäre es natürlich, ne? Müssten wir nicht nochmal laufen. 71. Nö. All nicht. Jo, sowas von völlig überladen. Aber wir könnten ja mal versuchen... Nee, wir sind immer noch völlig überladen. Na gut, dann machen wir halt 36. Ne, dann machen wir erst die eine Seite und dann machen wir die andere Seite. Why not? Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das können wir schon machen. Nee, schön. Dann haben wir jetzt gleich das nächste Haus fertig. Das ist echt toll. Da bin ich sehr zufrieden mit, dass wir jetzt auch hier wieder so viel geschafft haben. Ich denke, runter Richtung Fischerhütte sollte eventuell nochmal ein Häuschen hinkommen. Wer möchte nicht gern am See wohnen, ne? Das ist schon was Tolles. Mit Blick auf den See und den Wald und also das... Also, dieses Spiel flasht mich einfach immer wieder, was die Atmosphäre angeht. Das ist einfach so unglaublich toll, ne? So, 36. Dann machen wir das andere auch noch fertig. Ja, also... Dieser malerische Himmel, die Herbstbäume, das Wasser, über das du hinaus... Oder wenn wir weiter oben stehen, ne? Und einfach über das ganze Tal blicken können. Boah, ey, Frau nach Schwangerschaft, ne? Das ist furchtbar. Hey, was meinst du? Ja. Die Hormone sind immer so ein bisschen... Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht gibt es die eine oder andere Mami, die hier vielleicht zuguckt oder so. Oder vielleicht habt ihr eine Partnerin oder was, die frag die mal. Die heult bestimmt auch den ganzen... Also so. Ne, es ist einfach... Das Weinen fällt sehr viel weniger schwer. Du musst nur an etwas Schönes oder Trauriges denken und du flänzt einfach los. Ohne Wertung. Also es ist einfach... Ja. Und da kann man nur so ein bisschen über eine schöne Atmosphäre reden und dann muss man ein bisschen mehr blinzeln. Damit nicht gleich die dicken Kullertränen runterfließen. Aber das ist halt so. Schaut schon cool aus, ne? Schon krass mit den Holzwänden. Tut mir gut. So, wir haben das Haus fertig. Hm? Du wirst weichen müssen. Da bin ich mir fast sicher. Weil eigentlich würde ich das Stück hier tatsächlich gerne so lassen. Ich finde das ja eigentlich sehr schön. Genau, hier hatte ich ja so ein schräges gemacht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ich hole mal eine Schaufel. Ich glaube, hier können wir auch nochmal ein paar Obstbäume. Es wird wahrscheinlich super stressig für unsere Lieben. Aber, ja. Ja. Hm. Was macht man nicht alles für die Schönheit? Ja. Halt, warte mal, warte. Wir machen zuerst hier. Geht das? Ja, es geht tatsächlich. Da müssten halt die zwar weichen, aber das ist nicht ganz so dramatisch. Also so 2, 3 von den Büschen, wenn die dann wechseln. Stein! Ist nicht ganz so dramatisch. Aber hier will ich dann auf jeden Fall den Weg auch noch hinmachen. Also ist, ja. Du musst auf alle Fälle auch weg. So, jetzt gucken wir mal. Aber ich hätte halt einfach so das Konzept der Wiederholung. Ach, shit. Wir können mal versuchen. Ah, guck mal, da ist bloß der dann weg. Und der ist sogar noch da, aber den machen wir jetzt dann. Oh, das war eigentlich dumm, ne? Das wäre bestimmt schön ausgesehen. Wenn der da... Das Feld ist ja dann... Naja, jetzt ist es zu spät. So. Schön, finde ich gut. Dann können hier nämlich auch nochmal ein paar Bäumchen hin. Das gefällt. Das gefällt. Jetzt gehen wir mit dem Weg ein bisschen weiter. So, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier mal so das Zeug irgendwie so ein bisschen und dann können wir nämlich die Straße bis vorne an den Rand machen. Das müsste dann schon gut ausschauen, hoffe ich. Wir müssen vielleicht doch gleich nochmal ein kleines bisschen was essen. Mal gucken. So, das ganze Zeug hier aufsammeln. Ist hier jetzt irgendwie... Da ist noch ganz viel. Da. Da sind sogar 2, haben sich da versteckt. Huch. Gott, hab ich mich erschreckt. So. Das heißt, ihr... Und du. Und du. So, ihr müsst auf alle Fälle... Genau, der Rest passt. Jetzt müssen wir bloß aufpassen. Ich bin tatsächlich so ein bisschen schief geworden, ne? Eigentlich müssten wir hier so ein bisschen... Oh, das macht er nicht mehr. Na toll. Na gut, dann radikal. Schotterstraße wegmachen. So, dann eben halt nicht, ne? Dann machen wir das jetzt nochmal. Jetzt hat er mir hier voll... Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu... Hallo? Kommst du mal mit? Danke. Wo ist denn jetzt der Weg? Ach, hier. Okay. Ja, jetzt ist hier hinten zwar noch einer, aber... Boah, hoffentlich klappt das jetzt. Ja, voll gut. So, und dann können wir nämlich, haha, hier die Straße weitermachen. So. Und jetzt könnten wir theoretisch hier mal testen, ob das wunderbar funktioniert. Es hat halt einfach wunderbar funktioniert. Nein, verdammt, ich hatte gehofft, er bleibt stehen. Ach, Mist. Ja, dann können wir aber auch einfach mal sagen, dass wir hier mit drinnen eine machen. Ja, ihr lieben Feldarbeit, das tut mir jetzt schon leid, aber es ist einfach, ja... ich bin Kira, die Deko-Queen. Das muss einfach sein. Und von daher, wenn da halt ein Baum steht. Ich meine, ich habe gehört, die sollen relativ klein sein, ne? Ist halt dann vielleicht nicht ganz so schön. Also ist wahrscheinlich so eine Birke wesentlich schöner, aber gut, das ist jetzt halt so. Aber dann hätten wir theoretisch sogar die Möglichkeit zu gucken, dass wir hier unten nochmal ein Häuschen hinpacken. Das ist natürlich blöd, ich habe bloß 4 Rundhölzer dabei. Und keine... Doch, ich habe eine Axt dabei, ne? Die Eisenaxt. Das war jetzt uncool, mit der krassen, coolen Axt hier so 2 Birken zu hauen, aber... Was soll's? Oh, krass! Okay, das ist ja... Wow! Wow! Okay. Ich freue mich jetzt schon... Oh, das... Ja. Das war eindeutig. So, pass mal auf, jetzt hauen wir die auch noch nieder. So. Und dann... Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Da drüben. Oh, und jetzt müsste man mal gucken. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie groß die Taverne 3 wird. Kann auch sein, dass das hier jetzt gerade voll dann in die Hose geht. Aber wenn ich jetzt sage, ich würde dann jetzt halt einfach gucken, dass wir jetzt wirklich hier möglichst dicht hinten dran, ne? Wie weit kann ich denn zurückgehen? Boah, ich kann ein ganzes Stück zurückgehen. Ja, passt doch. Ist doch okay. Voll gut. Kannst du hier noch einzäunen und dann hast du hier... Ich meine, ich habe hier vorne ja auch extra ein bisschen mehr Platz gelassen, ne? Also von daher, das sollte da schon gut funktionieren. Müssen wir mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Oh, krass, da ist voll die Kohle drin. Hm. Also, Leute, ich bin total begeistert. Es ist einfach unglaublich schön. Ich bin... Ja... Schön, ich freue mich. Ich fühle mich hier echt wie zu Hause. Richtig cool. Schön. Ganz großes Jammern auf dem höchsten Gipfel, den es im Universum gibt. So ein Spiel hätte ich gerne, wo ich aber mehr wie Minecraft halt so ein bisschen selber entscheiden kann, wie ich meine Häuser baue. Mit der Grafik, mit der Einfachheit, ja, mit diesem Management von Dorfbewohnern und so, und dann aber eben halt sagen, ich möchte meine Häuser halt selber bauen und gestalten, auch von dem Innen her und sowas. Das wäre das perfekte Spiel für mich. So schön. So, genug geschwärmt und gejammert. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Genau, ich bin immer sehr dankbar dafür, dass ihr dabei seid und kommentiert und liked und sowas, finde ich richtig klasse, cool. Und ja, jetzt geht es in der nächsten Folge weiter. Der letzte Tag vom Herbst ist dann auch schon fast rum. Voll krass. Genau, mal gucken, was wir jetzt dann in der nächsten Folge machen. Da bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher. We will see. Doch, ich weiß, was wir machen. Doch, weiß ich. Und da ich jetzt die zweite Folge gleich direkt danach aufnehme, bis gleich. Also in eurem Fall bis morgen. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.